Hallo, hi Tube, und hier ist wieder euer Sanna und willkommen zurück zu Die Siedler, das Erbe der Könige. Und hier sind wir wieder bei Avalanche und wir sind gerade dabei, unsere kleine Armee hier aufzustellen, Anführungsstrichen klein, beziehungsweise eigentlich sind wir damit ja schon fertig, ne? Ich habe, glaube ich, hier beides Stadtzentren schon, das heißt, wir können nicht mehr Soldaten machen sozusagen. Stadtzentrum und hier ist, glaube ich, auch noch. Ja, das ist alles. Ich könnte noch ein bisschen. Wow. Na, ja, okay. Genau, und versuchen uns hier hinten auch noch zu verteidigen, aber wie man sieht, haben die damit nicht so viel Glück, uns hier fertig zu machen. Ich überlege auch, ob ich die wirklich alle brauche, die Typen hier. Ich meine, ich schicke mal einen Trupp hier auch noch mit hin. Ich meine, wir können hier so viele brauchen, wie geht. Schon wieder. Oh, fuck. Okay, ja, die laufen weiter so lang. Aber für den Job habe ich meine Leibeigenen. Ich hoffe nur, die kommen nicht wieder. Und dann mache ich hier nochmal einen kleinen Schwertkämpfertrupp und dann sollten wir eigentlich fertig sein. Wollte ich mal so sagen. Also ich finde, das reicht. Bis erst, oh, hier sind noch ein paar, die nicht volle Trupps haben. Ja, dann nicht. Ich meine nur mal die so richtig stark sind, die hier zum Beispiel. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt. Du verpiss dich mal. Dich brauche ich jetzt nicht mehr, merke ich gerade, weil hier noch Trupps sind, die nicht voll sind. Zum Beispiel dieser eine Schwertkämpfer-Trupp hier, der kann man nochmal einholen sich. Und warum sollten wir neue Trupps machen, wenn die alten noch nicht mehr voll sind? So, mal durch. Ich glaube, es dürften erstmal alle sein, die noch nicht voll sind. So, ja, das sieht ganz gut aus. Jetzt haben wir noch 4. Das bringt uns nichts viel. Kommt noch einer. Genau, passt. Die haben hier selbst noch welche. Also ich weiß nicht, ob die mich dann unterstützen. Kann ich hier mit irgendwem reden? Dario. Kann ich dem Bürgermeister irgendwie sagen, ich greife an, Tribute, Auftrag. Das Teil, okay, Hinweise. Das Teil des Orts befindet sich in einem abgelegenen Außenposten in den Bergen. Ihr erreicht den Außenposten durch die dunklen Sümpfe, deren Zugang in Tendrel liegt. Ihr werdet von den Außenposten zerstören müssen, um an den Ort zu kommen. Und der Regent von Tendrel hat euch die, sie könnten euch in großer strategischer Bedeutung sein. Ja, immerhin, das werden sie sein. Allerdings bräuchte ich auch ein bisschen mehr Gold, so. Als Vorsorge, sag ich mal, ne? Nicht gegen Leben, das ist ja immer sehr schön. Je mehr man davon eintauscht, desto mehr kostet es auch. Eisen, komm, wir haben viel zu viel Eisen. So, nur dass ich da, falls ich mal nachrekrutieren muss, auch schon genug habe. So, ich glaube, der Trupp ist nachgekommen. Der müsste jetzt schon da sein. So, wie sagen, rennen wir rein, ne? Aber das Problem ist jetzt, ich muss alle wirklich da reinschicken. Wie ihr wünscht. Ich glaube, das mache ich erstmal so ein bisschen etappenweise hier. Ich kann sowas nämlich nicht, wie ihr sicher wisst. Sonst weiß es, funktioniert dann alles immer nicht. Dann bleiben irgendwelche Trupps irgendwo stehen und das wird dann nichts. So, durch die dunklen Sümpfe hier. Okay, aber erstmal muss alles hier aus Tendrel raus. Wenn wir hier wirklich alles. Wow, scheiße, alles aufstellen. Was wir so haben. Alle dahin irgendwo. Ach ja. Okay, diesen fetten Trupp an hier. Pff, wie das aussieht. Okay. Ihr wagt euch weiter nach vorne. Wie gesagt, ich muss gucken, dass ich mit allen hinterherkomme und dass ich auch mich das Schritt für Schritt mache, damit ich auch überhaupt reagieren kann auf irgendwas. Sonst funktioniert das ein wenig, habe ich das Gefühl. So, ich muss aber wirklich gucken, dass ich alle mitnehme. Habe ich alle mitgenommen? Ja, ich glaube, erstmal sind alle da rausgekommen. Hier fehlt hier noch einer. Nee, fehlt keiner. Okay. Weil, ja, jetzt haben wir eine Armee, die groß genug ist, dass wir hier schon nicht mehr alle auswählen können. Das ist eigentlich sehr schade. Ich wünsche, man könnte das Spiel irgendwie modden oder so, oder es irgendwie ändern. Ah, guck, ja. Yeah. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Soll ich meine Bogenschützen nochmal reinschicken? Warte mal. Ist die Frage, wie rum geht die Kacke? Stellt euch mal so dahin. Der Handel ist beschlossen. Das ist wir gut. Kümmern uns darum, wie ihr sind noch ein paar, die nichts machen. Jawohl. Alle. Seid unbesorgt. Jawohl. Wie so, ihr die stehen hier schon und denken, sie sind schon fertig. Ah, ja, Mann. Okay, das Ganze sieht anscheinend aus, als ob wir hier so uns hinstellen könnten. Genau die richtigen. Alle wie hierhin. Sofort.
Ich muss mein riesiges Heer irgendwie regieren. Dirigieren? Ja, regieren auch. Ich meine, ich bin der König, aber das kommt dann, wenn die ganzen bösen Obis weg sind. Keine Ahnung. So, ihr steht viel zu weit hinten. Ich wäre kein guter Feldherr. Stellt vor, so Cäsar oder so Scheiß, Mann. Nicht der, mit dem ich Just Cause 2 aufgenommen habe, sondern der echte, der historische, sondern. Und dann los, Leute! Und die Hälfte stirbt und dann schicke ich die andere Hälfte auch noch in ihren Tod. Weil ich zu blöd bin, alle auf einmal drauf zu schicken. Na, ja, sowas würde ich bringen, glaube ich. So, ihr. Fuck. Ach ja, das wird die langweiligste Folge in der Geschichte aller Siedler. Bosses. Schmaler Pfad hier. Ich weiß ja nicht gar nicht mal, dass sie hier nicht angreifen. Ich glaube, das kriegen die hin. Ich glaube, ich muss mir das nicht mehr angucken. Also. Ja, ich hab jetzt. Fuck, ich muss die Leibangeln aber wegholen. Weg. Wahrscheinlich wieder hier hin. Nein, nicht Holzhacken. Da hin. Oh, fuck. Stimmt, hier habe ich was vergessen. Okay, jetzt gucke ich nicht mehr hin. Ich glaube, das kriegen die auch schon ganz gut alleine hin. Jetzt erstmal fürs Erste. Kriegen sie? Ja, komm, das passt. Das passt. Dann ist halt ein Turm weg. Das ist scheißegal. Deswegen habe ich viel gebaut. Deswegen habe ich 4 Stück gebaut, damit einer mal weg sein kann. Ja, die haben eine mega Reichweite, aber von daher ist es scheißegal. Das kann ich. Ja, stell dich mal hier. Ah, hier hinten ist, glaube ich, irgendwo dieser. Da hoch. Sieht gut aus. Jetzt die Frage, welchem Außenposten? Die haben ja eigentlich. Das ist einfach nur ein Gebirge voller Außenposten. Guck mal meine Truppen an hier, Alter. Schon nicht mehr feierlich. So. Wie ihr wünscht. Ihr stellt euch mal irgendwie so. Oh, ich weiß nicht, von wo die kommen oder wo die sind. Das ist so mein Problem. Ich weiß nicht, ich meine, ich würde jetzt mal was sagen, die kommen von da oben, beziehungsweise die sind da oben. Ich würde mal sagen, den ignorieren wir, oder? Es stand Außenport. Oh, Alter, what the fuck? Jetzt greifen sie richtig an hier, oder? Verpisst euch da. Naja, ich glaube, es passt noch. So. Ich laufe erstmal weiter, weil ich meine, es soll in irgendeinem Außenposten sein, da wird nicht gleich der erste. Da oben geht's lang. Okay, dann stellen sich die alle schon mal so hin. Das ist ein guter Platz, damit ich mein Heer erstmal ein bisschen organisieren kann. So. Denn das ist ja irgendwie wichtig und so. Ach nee, hinten geht's weiter. Will ich da oben rein? Oh, warte mal, da oben ist nur ein Schwefelschacht. Nee, da renne ich mal nicht lang. Das habe ich jetzt entschieden. Ich renne mal hier hinten lang, genau. Trotzdem ein guter Platz, um meine Truppen erstmal so ein bisschen hinzustellen. So. So, scheiße, ist wohl eigentlich echt scheiße gemacht. Naja, okay. Alles weg. Was habt ihr dann gemacht? Achso, Holz. Oh, das ist schade. Na, dann werdet ihr da wohl jetzt bleiben müssen, weil. Gibt's hier hinten noch was? Ich glaube, ich habe die ganze Inseltal gerodet. Ja, kahl gerodet. Tal gerodet auch, was auch immer das heißt. So, okay. Steht der Rest. Der Rest ist irgendwie. Wo ist Dario? Dario ist da aber auch irgendwo drin, ne? Ich hab den eben gerade gesehen. Wo ist er? Wo ist Dario? Dario! Wo ist er? Dario, wo bist du? Wo zum Fick ist das? Ach, da! Gut. Ich würde sagen, was? Ich stell dich mal so irgendwie hin und dir auch. Ja, das passt schon irgendwie. Guck hier, die Kanonen, die kommen noch. Ihr werdet angegriffen. Oh, fuck! Deswegen hatte ich ja erst überlegt. Ja, komm, Eisen ist jetzt nicht unbedingt mein Problem. Das ist mir jetzt alles scheißegal geworden. So viele wie ich mitnehmen kann, erstmal da oben irgendwie lang. Der Rest erfolgt dann mal. So. Der Rest ist dieses kleine Bissel da. So, hier oben scheint nichts zu sein. Das ist sehr komisch. Ist das der Außen? Soll ich da hin? Oh, da kommen welche. Irgendwo sind hier Feinde. Dario spürt Feinde. Die Macht ist mit ihm. So, die stehen da rum, die wollen sich gerade umbringen, irgendwie, weiß ich nicht. Oh, ich dachte schon, da kommt irgendwie so ein Reiter untergeritten gerade. Hui. Ah, fuck, da kommen sie wirklich. Oh, da schlägt er zurück. Oh, das haben sie nicht kommen sehen. So, meine ganzen Schützen, alle nach vorne. Und ihr greift auch mal an. So. Druff da. Ihr scheint ja erstmal nichts zusammen, so viel Spaß, die ist da.
greifen wir alle an, einfach irgendwas da. Komm, die können mir nichts. Ach ja, guck, die können mir nichts. So, die Kanonen, die hauen mich schon ganz schön rein. Ja, mal alle da drauf irgendwo. Zack, 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 zack. Die sind alle tot. So, ja, das wäre erstmal was gewesen, ne? Ah, hier ist eine Schatztruhe. Wo ist Dario? Dario, gehen wir da hin. Okay, hier war ein kleiner Außenposten-Trupp. Ah, ich meine, ich bin ja hier recht nah dran. Ich laufe einfach mal auf den drauf. Ja, ich renne da voll rein. 1000 Eisen, guck! Scheiß auf meinen Eisenschacht, ich krieg auch so noch genug Eisen. Hier hinten geht's auch noch anscheinend hoch und hier ist auch irgendwas hinten. Schwefelschacht ist da auf jeden Fall. Ich weiß nicht, das bringt mir jetzt nichts. Schwefel, wenn ich jetzt nicht unbedingt so scharf drauf. Hier steht mal alle zu weit da unten. Kommt mal weiter nach oben. Boah. Ich glaube, in Real Life würdest du diese Kanone da nicht hochkriegen. Also, schlecht. Ohne moderne, was weiß ich, Laster oder so. Lasterweise nicht. Ich weiß auch, was man dafür benutzt. Ich bin nicht so. Da. Ich rede wieder zu viel. So, Salem. Heil mal ein bisschen. Supi. Wir kümmern uns darum. Okay, ich muss gucken, dass ich wirklich alle Truppen dahin schicke. Alle. Ich sage alle, dann meine ich alle. Euer so. Wunsch ist mir Befehl. Ich weiß jetzt nämlich nicht, wo das da lang geht. Das wird da schon irgendwie. Oh! Oh, da hinten irgendwo. Wo? Oh, da. Irgendwo ist hier eine. Oh, fuck, das Ballisteturm. Nur Mut! Wir werden siegen! Okay, weg. Ich hab schon wieder alles versaut. Ihr alle. Nehmen wir mal Umschalt war der Knopf. So. Haben die so eine große Reichweite? Macht mal. Ich probiere das jetzt aus. Ihr sammelt euch alle hier hinten. Die Kanonen, die machen mal was. Die machen mal jetzt ein bisschen auf die Fresse. Kommt dem Kanonenturm da nicht zu nahe, sonst mache ich den auch fertig irgendwie. Und wann kann Salem wieder? Salem, ach, dann ist er gar nicht mehr dran. Salem, wann kannst denn du wieder? Ah, gut. Ihr kommt mir bedrohlich nah an diesen Kanonenturm ran, das sage ich euch jetzt schon. Eure Häuser? Achso, fuck. Warum? Warum tun die das? Achso, okay. Dachte er, hey, meine Kanonen sind ja, keine Häuser. Ja. Ja, komm, die paar da hinten, mit denen kann ich fertig werden. Wir kümmern uns darum. Na, hätte ich doch eigentlich hier durch. Guck, ah. Auf in den Kampf. Sterbt mal bitte. Ah, guck hier, die können mir nichts. Bumm, oh fuck, warte mal. Boah, der ist hinne. Gut. Angriff. Ich glaube, der kann mich von hier nicht angreifen, ne? Ah, guck, da habe ich jetzt eine Schwachstelle gefunden. Ein paar Bogenschützen könnten da nochmal. Wo sind denn hier Bogenschützen? Alle Bogenschützen, die hier sind, die können sich mal irgendwie hier hinstellen. Das ist mal nützlich, man kann Doppelklick drauf machen. Das ist nützlich, das zu wissen. So, und deswegen, damit ich diese Türme nicht nachher fertig machen muss, mache ich die jetzt schon mal fertig. Das ist ein bisschen langweilig jetzt. Aber dafür ist die Folge fast zu Ende. Merke ich gerade. So. Hier steht ein Kanonenturm, den mag ich nicht. Guck mal, die können von hier schon schießen. Na, dann mache ich den noch kurz fertig hier. So, dann muss ich hier gucken, dass die Kanonen nicht angegriffen werden. Zack. Zack. Ja, sehr nice. Das ist das Nützliche, wenn man diese ganzen Technologien erforscht hat in der Alchemistenhütte. Dann haben die mehr Reichweite. Und hauen noch mehr rein. Zack, zack. So, guck mal, diese paar Türmchen da, die jucken mich nicht. So, und gleich ist der Turm auch weg. So, dann mach ich mal schnell Schluss hier, damit ich mein Viertelstundenmaß einhalten kann. Und ja, wie immer, falls euch das Video gefallen hat, dann gebt mir wieder einen Daumen hoch. Und falls ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Und bis zum nächsten Mal, bis zur finalen, fast finalen Schlacht. Danach kommt, glaube ich, noch ein Level. Aber für die Karte ist es die finale Schlacht. Ja, bis dahin. Ja, ist mir egal. Der hat mich schon wieder unterbrochen. So, ich mache das schnell. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge. Euer Sanna.